Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, welche Bilder haben Sie im Kopf, wenn Sie an Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen denken? Bunte CSDs, feiernde, lebensfrohe, manchmal schrille Menschen oder erfolgreiche Minister, Moderatorinnen, Schauspieler, die sicher und selbstbewusst und sichtbar leben. Ja, das ist die eine sehr, sehr gute Seite. Die andere Seite aber ist weniger schön. Ängste und Depressionen, eine erhöhte Gefahr, sich selbst das Leben zu nehmen, Gewalt auf offener Straße und ein erhöhtes Risiko von Armut und Obdachlosigkeit. Das sind die sozialen und gesundheitlichen Auswirkungen von Diskriminierung. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Minderheit zu sein, stresst, es macht krank und es grenzt sozial aus. Und es ist unsere Aufgabe als Bundestag, alles dafür zu tun, dass das aufhört, liebe Kolleginnen und Kollegen. Oft sind Diskriminierung und Abwertung sehr offen, teils lebensgefährlich. Oft kommen sie aber auch subtiler daher. Und ich habe das selbst persönlich erlebt. Mein eigenes Coming-out war alles andere als einfach. In meiner Familie und Umfeld haben Menschen mit Angst und Scham und Überforderung reagiert. Und bis heute kenne ich persönlich das Gefühl der Angst, wenn ich meinen Mann in der Öffentlichkeit küsse. Denn diese harmlose Geste kann bedeuten, im nächsten Moment beleidigt oder sogar zusammengeschlagen zu werden. Und genau so geht es vielen LSBTI. Wir haben gelernt, immer zu hinterfragen, ob es gerade okay ist, etwas zu tun, was für alle anderen Menschen selbstverständlich ist. Und oft hört man dann auch noch, naja, wenn ihr nicht immer so auffällig wärt, wenn ihr doch einfach normaler wärt, dann hätten wir auch keine Probleme damit. Und dazu sage ich hier und heute sehr klar, nein, nicht die, die diskriminiert werden, müssen sich ändern, die, die diskriminieren, müssen sich ändern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist eine hochpolitische Aufgabe. Dieser Bundestag muss viel mehr aktive Antidiskriminierungspolitik machen. Und dazu passt es übrigens nicht, montags die Regenbogenflaggen zu schwenken und mittwochs im Ausschuss zu verhindern, dass der Bundestag diese Woche darüber abstimmen kann, ob LSBTI auch endlich im Grundgesetz geschützt werden. Das ist nicht glaubwürdig, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Großen Koalition. Wir brauchen einen bundesweiten Aktionsplan gegen Homo- und Transfeindlichkeit und für Vielfalt, so wie wir Grünen ihn heute hier zur Abstimmung stellen. Denn mit der Öffnung der Ehe ist eben nicht alles gut. Wenn ein Kind in eine Ehe mit zwei Frauen hineingeboren wird, rechtlich, aber dann nur einen Elternteil hat, dann ist das Diskriminierung. Wenn ein schwuler Mann nur dann Blut spenden darf, wenn er ein Jahr lang keinen Sex hatte, während das für den Hetero mit ständig wechselnden Partnerinnen nicht gilt, dann ist das Diskriminierung. Wenn ein transgeschlechtlicher Mensch einfach nur in seinem Geschlecht anerkannt werden will, sich dafür aber jahrelang teuren Zwangsgutachten unterziehen muss, mit intimsten und entwürdigenden Fragen, dann ist das Diskriminierung. Das Transsexuellengesetz verletzt seit 40 Jahren die Würde des Menschen. Es verletzt das Recht auf Selbstbestimmung. Und es ist überfällig, dieses Gesetz endlich durch ein modernes Selbstbestimmungsgesetz zu ersetzen. Und das stellen wir heute hier namentlich zur Abstimmung. Denn es geht hier nicht um irgendein Anliegen, es geht hier um Menschenrechte. Und Menschenrechte dürfen nicht immer wieder auf die lange Bank geschoben werden. Es gibt in diesem Bundestag eine politische Mehrheit zur Überwindung des Transsexuellengesetzes. Und es liegt vor allem an Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, ob diese Mehrheit hier heute zustande kommt. Wer montags die Regenbogenflagge schwenkt, muss mittwochs im Bundestag Taten folgen lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das Wort geht an Bettina Wien.